aber Blickrichtung. Die komplette Treppenreihe. Hier rauf. Mega. Guter dritter Gang. Und dann guckst du halt ein bisschen. Zur Begrüßung hatten wir am allerersten Tag erstmal richtig schlechtes Wetter. Aber das war noch bevor das Camp gestartet hat. Wir sind einen Tag früher angereist, um die Trails nochmal ein bisschen zu erkunden und werden dabei fast abgesoffen. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich tolle Trails im petto. Wartet, was noch so kommt. Weil bei schönem Wetter sieht das hier natürlich schon besser aus. Also heute gutes Wetter, aber es ist noch ziemlich kühl. Da oben hat sogar Neuschnee. Hier. Und ja, so schaut es auf jeden Fall hier aus. Wir sind diesmal beim E-Bike-Camp in Kaltern am See als Guide unterwegs. Aber das startet erst heute um 2 und deswegen werden wir noch eine kleine Runde fahren und genau, nehmen euch jetzt mal mit. Zeigen euch, wie es hier so aussieht. Insekten gibt es auch. Ja, große Insekten. Vielleicht kriegen wir eine Aufnahme des Insekts später. Und hier sind schon unsere Bikes. Die stehen schon bereit. Ja, da seht ihr, wo wir untergebracht sind. Hotel zeige ich euch später. Und da wird die Insektendrohne geflogen. Genau, das Rieseninsekt. Das Rieseninsekt. Ja, und dann schauen wir jetzt mal, dass wir loskommen. Genau. Akku leer fahren. Ja, und dann wieder Launa. Wieder la. Jetzt sind wir da, Sigmunds Kron, und da ist so eine ganz alte Burg. Das sieht richtig cool aus. Also die Gegend hier um Kaltern rum, die kann sich wirklich sehen lassen. Mountain Museum. Ah, das ist es. Ja. Steht schon da, Messner Mountain Museum. Hier sieht super aus. Richtig schön. So, von der Nähe schaut es denn so aus. Sehr, sehr cool. Das ist mal eine Lagebesprechung von den Guides, was alles gefahren wird später. Und da drüben ist der Monte Roen und der Glendelpass. Und da wird jetzt gerade schon besprochen, welche Trails und wie schön die so sind. Kommen Sie daher. Jetzt geht es zum Monticler See. Und da werden wir dann noch ein bisschen scouten. Und dann schneidest du den Länder in den. So, jetzt sind wir oben am Wilden Mannbühel. Sieht echt schön aus da mit diesem ganzen Mandel. Ja, ja. Tin redet nach der Schreibe, wie er so schön sagt. Jetzt schön ist es gleich mal. Ich kann nur gebrochenes Deutsch. Wie das mit der Sprache. Oh, danke, ja. Aber jetzt gibt es gesunden Snack. Gut! Mega! Sauber, Blickrichtung! Yeah! Hier sind wir jetzt gerade unterwegs mit richtig geiler Aussicht. Also, das sieht echt toll aus. Der Pulk schon unterwegs vom E-Mountainbike Camp und es sind schon einige. Jetzt geht's im Rudel zur Einteilung in die verschiedenen Gruppen. Sehen wir mal, wer alles dabei ist. Abends gibt's unterschiedliche Programme, von Vorträgen über Technik zu Weinverkostung bis hin zu Grillabenden. Wir legen auf, die letztendlich das bestehende Motorkonzept, also der Motor selber ist wirklich nur das hier, also das. Der elektrische Motor, das ist der eigentliche Motor, der Rest ist ein Antrieb, weil da gehört noch eine ganze Menge mehr dazu. Da gehört eben noch Sensorik dazu, da gehört, gehört noch ein Getriebe gehört natürlich dazu, weil der Motor selber deutlich schneller dreht. Und da gehört eben auch noch eine Kurbelwelle und wie gesagt, die Sensorik. Und natürlich das Brain, sprich die Plantine, die das Ganze umrechnet. Das ist jetzt die neue Schneegrenze, also das war gestern alles noch nicht, das hat frisch runtergehauen. Aber zumindest hat jetzt mal zum Regnen aufgehört. Und hier wird schon wieder alles ein bisschen aufgebaut und die ersten Motivierten sind auch schon da. Es ist Zeit, dass wir uns auch in die Klamotten schmeißen. Ein Lächeln, wie beim Yoga, das gefällt mir. So, jetzt sind wir schon fast am Mendelpass oben. Heute ist Tag 2. Wetter ist nicht so toll, da haben wir sogar den Schnee. Aber wir sind alle brav unterwegs. Und haben wir Spaß? Ja!
Wir sind wieder gut zurück von Tag 2. Die anderen zwei Tage gibt es dann in einem extra Video. Insgesamt sind es ja 4 Tage. Deswegen schaltet auf jeden Fall wieder ein. Gebt uns doch gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und abonniert unseren Kanal. Das würde uns sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.